Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das nach einer Ewigkeit mal wieder ein Rezepte-Video sein wird. Das haben nämlich so viele von euch immer wieder über die letzten Monate angefragt. Und heute zeigen wir euch ein paar von unseren absoluten Lieblingsrezepten. Genau, und es sind alles vegetarische bzw. auch viele vegane Rezepte. Und vielleicht inspiriert euch das ja ein bisschen. Es ist so das, was wir echt im Alltag kochen und wir wechseln uns mit dem Kochen ziemlich ab. Ja, immer ganz spontan, also da gibt es keine Regel, aber schon ziemlich gleich, ja. Deswegen wollten wir euch das halt auch echt so zeigen, wie wir das im Alltag machen würden. Ein Real-Life-Rezepte-Video. Wir zeigen euch ein Frühstück, Mittagessen, Snack, Abendessen und den betrunkenen Apfel. Ja, das ist eine eigene Kreation, aber schaut das Video, dann wisst ihr, worum es geht. Viel Spaß! Guten Morgen! Es gibt Frühstück. Wir essen das fast jeden Morgen und heute zeigen wir euch mal, wie genau wir das eigentlich machen. Ja, und wir machen das in unserer Küchenmaschine, um keine Marken zu nennen. Aber ihr könnt das selbstverständlich in jedem normalen Topf machen. Haferflocken. Die füllen wir neuerdings immer in diese Dosen hier um. Aus Angst vor Lebensmittelmotten. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, unsere Küche ist nämlich besonders hygienisch für all die Leute, die sich noch erinnern. Also es kommen jetzt so ungefähr 120 Gramm Haferflocken in den Kochtopf. Und das ist ein Rezept halt für zwei Personen. Ihr könnt es dementsprechend natürlich auch halbieren. Und da spalten sich ja extrem die Geister. Seid ihr Team Rosinen oder nicht? Wir machen immer ein paar Rosinen rein. Und dann noch etwas Zimt. Und dann könnt ihr halt noch eine Milch eurer Wahl hinzufügen. Wir nehmen immer Pflanzenmilch, weil wir generell keine Kuhmilch mehr kaufen. Genau. Aber das ist natürlich vollkommen jedem selbst überlassen. Wir nehmen manchmal Mandelmilch, manchmal Hafermilch, manchmal Sojamilch. Manchmal jetzt Kokos. Jetzt haben wir Soja, nur da würden wir halt echt sagen, achtet darauf, wo eure Sojamilch herkommt. Wir nehmen halt immer die Bio, weil die aus Europa kommt, aus Frankreich. Genau, also nicht Regenwaldgebiete. Genau, weil das ist natürlich immer so ein Ding bei Soja. Wir stellen dann meistens die Maschine auf 8,5 Minuten. Das könnt ihr natürlich genauso im Kochtopf machen und wir achten darauf, dass es einfach nicht ganz kocht, also so stark kocht, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe in der Zwischenzeit einen Apfel hier in so vier Teile geschnitten. Jetzt verteile ich, was ich hier gerieben habe, auf zwei Schüsseln. So sieht das dann aus, nachdem es erwärmt wurde. Ja, dann kommt es eigentlich nur noch hier rein. Okay, und dann schneiden wir uns hier noch eine Banane drauf. Ja, und Henrik macht sich dann immer noch so ein bisschen Nussmischung obendrauf. Ich finde aber, das passt nicht so wahnsinnig gut. Und esse das einfach so und mache mir noch ein bisschen Kokosblütenzucker obendrauf. Ja, und so sieht an den allermeisten Tagen eigentlich unser Frühstück aus. Wir können auf jeden Fall sagen, das schmeckt super und man wird satt davon und es ist gesund. Und für alle die, die eine Ersatzmilch nehmen, also pflanzliche Milch, ist es auch noch vegan. Ja. Ein Gericht, das wir euch in diesem Video unbedingt zeigen wollten, das ist Wokgemüse mit Tofu. Das hat Barbara damals, als sie in einem Kochkurs war, für die, die die Vlogs schauen, einmal gelernt. Und wir haben das seither echt ein paar Mal schon nachgekocht, weil uns das so gut geschmeckt hat. Und der erste Schritt ist es, den Tofu zu marinieren. Und diese Marinade hier, die besteht aus Sojasauce, Ingwer, Knoblauch und Currypulver. Jetzt kann der Tofu nämlich schön durchziehen. Und als kleinen Tipp noch, wenn ihr so Tofu kauft, der kommt ja meistens in so einer kleinen Folie und hat viel Flüssigkeit. Wenn ihr den einmal kurz vorher ausdrückt, dann nimmt er die Marinade später besser auf. Hier noch ein kleiner Tipp, da die Möhren länger brauchen als der Rest vom Gemüse, habe ich das getrennt, damit das zuerst in den Wok kommt und dann natürlich besser gar wird. Okay, und im nächsten Schritt kommt die grüne Currypaste hier zum Einsatz. Die brate ich nämlich vorher etwas an, aber Vorsicht, nicht zu viel nehmen, ist scharf. Zusammen mit den Möhren, weil die am längsten brauchen.
Im nächsten Schritt kommt Kokosmilch hinzu und dann lässt man das Ganze einmal kurz aufkochen. Und wenn es dann kocht, kommen die Woknudeln dazu. Schön verrühren und dann einfach 3 Minuten mitkochen. Hier habe ich jetzt noch etwas Spinat gewaschen und ganz grob gehackt. Und das kommt jetzt kurz vor Ende obendrauf. Jetzt ist es schon soweit, dass man im Prinzip nur noch den Tofu drauflegen muss und es auf die Teller tun. Und dann ist es schon fertig. Let's go outside. Snow is falling down and every child is having so much fun. Das nächste Rezept zeige ich euch wieder, denn wir machen jetzt einen Snack und alles, was im Prinzip in diesem Haushalt mit Süßigkeiten backen oder irgendwas dem Verwandten zu tun hat, ist meine Domäne. Hier ist nochmal ein Überblick über alle Sachen, die wir dafür brauchen. Also es sind vornehmlich halt Nüsse und getrocknetes Obst, bisschen Kakao und Zimt und sowas halt, aber alles findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Eine Sache, die für dieses Rezept allerdings leider unentbehrlich ist, ist ein Mixer. Ihr könnt aber jeden Mixer nehmen, den ihr zu Hause habt oder Blender, halt womit ihr normalerweise so Shakes macht oder Suppen oder was weiß ich was püriert. Ich werde jetzt wieder unsere Küchenmaschine benutzen. Das ist halt das Praktische daran, dass die alle möglichen Funktionen vereint. Nehmt einfach einen Blender. Wenn ihr keinen habt, ich kann euch nur so sehr empfehlen, euch einen zu kaufen. Ich verlinke euch einfach mal 2 Optionen, die Henrik und ich vor unserer Küchenmaschine immer benutzt haben, die wirklich ganz, ganz tolle Qualität haben. Schaut, was für Nüsse ihr zu Hause habt. Und die kommen jetzt erstmal mit den Haferflocken in euren Mixer. Dann wird es in der Regel ein bisschen laut. So, schaut mal, dann muss man nämlich keine gemahlenen Nüsse kaufen, sondern kann die einfach selber mahlen. Und jetzt kommen die ganzen restlichen Zutaten rein. Dann wird wieder alles gut gemischt. Daraus ist diese Masse hier entstanden und das schmeckt wirklich so lecker. Und ich habe jetzt hier auf dem Teller ein bisschen Kakao vorbereitet. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Masse in kleine Kügelchen formen und sie dann hier in dem Kakao zu wälzen. Und hier sind dann unsere fertigen Energiebällchen. Ich mache die immer gleich in eine Tupperdose rein und verwahre die dann im Kühlschrank und da halten die sich auch einige Tage. Wie viele genau, kann ich euch allerdings nicht sagen, weil die bei uns immer so schnell weggehen. Aber ja, das ist echt ein super Snack, wenn man zwischendurch ein bisschen Hunger hat oder zu einem Tee oder so, Lust hat auf was Süßes zwischendurch halt. Und da ist es immer toll, wenn man die im Kühlschrank hat. Making plans, what we're gonna do, I feel so blessed. Mittlerweile ist schon später Nachmittag und ich zeige euch jetzt eine schöne Idee für ein Abendessen, beziehungsweise es kann auch ein Frühstück sein. Und es ist so einfach gemacht. Ihr braucht dafür ein Brot eurer Wahl, Avocado, Tomaten und wenn ihr wollt, noch ein Gewürz. Wir rösten zunächst das Brot etwas an. Und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Avocado fertig machen. Die ist leider bisschen zu reif, aber egal. Wir kaufen Avocados nicht mehr ganz so häufig wie früher, weil das ja auch immer so eine Sache ist, weil die Pflanzen so wahnsinnig wasserintensiv sind. Aber ab und zu gönnen wir uns die schon, weil die ja auch echt gesund und lecker sind. So. Und das ist auf jeden Fall ein Brot, das gut Salz und Pfeffer verträgt. Also würzt das echt schön. Ich mache mal Avocado-Topping drauf. Und das ist echt ein sehr leckeres und gesundes Abendessen. Jetzt kommt das absolute Highlight. Ja, und ein Original-Henbar-Rezept übrigens. Ja. Ja. Das ist aus der Not entstanden. Wir haben es selber erfunden, als wir Kuchen gebacken haben. Naja, und was trinken wollten. Das ist echt etwas, wir haben so gesagt, auf dem Weihnachtsmarkt würden wir 5 Euro dafür bezahlen. Ja, definitiv. Also, ihr braucht Apfelsaft und eine Katzentasse, das ist sehr essentiell. Ja, ja. Ihr könnt aber auch wahlweise euren Lieblingsfußballverein oder Batman nehmen oder was auch immer. Und dann braucht ihr winterlich-weihnachtliche Gewürze, so wie Kardamom, Sternanis und und Zimt. Ja, aber den haben wir gerade. Ich messe das immer so ein bisschen ab.
sodass die Tasse so dreiviertel voll ist. Wir erwärmen jetzt den Apfelsaft, aber nicht so, dass er kocht, sondern dass er schön heiß wird. Genau, dann kommen die Gewürze rein, die ich gerade schon aufgezählt habe. Ich finde, es schmeckt immer noch ein bisschen besser, wenn man noch einen Spritzer Zitronensaft reinmacht. Deckel drauf. Das Ganze sollte dann ungefähr 10 Minuten heiß werden und gut durchziehen. Wenn ihr euch fragt, warum nur drei Viertel Saft in die Tasse kommt, wir machen da jetzt einen kleinen Schuss Rum rein. Und Orangenlikör, aber ihr könnt auch nur Rum nehmen oder Richtig. Nur Orangenlikör. Ihr könnt das mit dem Alkohol aber echt auch ganz genauso gut sein lassen, das haben wir auch schon mal gemacht. Ja, schmeckt dann halt trotzdem total nach so einem weihnachtlichen Getränk. Ja, ist richtig lecker wirklich. Die Gewürze könnt ihr übrigens auch nochmal wiederverwenden. Also die sind auf jeden Fall für mindestens noch eine Portion dafür gut. Und egal, ob ihr das mit Schuss zubereitet oder ohne, es ist für den Winter echt ein sehr schönes, aufwärmendes Getränk. Ja, und es riecht echt gut und schmeckt super lecker. Ja. Bevor ihr jetzt wegschaltet, haben wir einen Hashtag für euch, und zwar den Hashtag HenbarKocht. Genau, wir schreiben euch den auch nochmal hier hin. Also falls ihr irgendwas aus diesem Video nachmachen wollt, dann teilt es unbedingt auf Insta-Stories oder in einem Foto. Dann können wir es nämlich sehen und liken, und das werden wir auch in den nächsten Tagen machen. Genau, wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat und sagen bis zum nächsten Mal. Daumen hoch! Okay. Ehe ist toll und bis zum nächsten Video. Genau, und jetzt...